Herzlich willkommen zur KEC Sim Racing International GT Challenge auf Laguna Seca. Und da sind wir heute auf jeden Fall gespannt, wie sich die Teams, die Fahrer heute hier um die Strecke schlagen werden. Kannst du dich einmal vorstellen und was machst du so im Sim Racing? Ja, ich bin Jan Biermann und ich vertrete Rennwelten in der Rennuni im E-Sports-Team und mache hier die Videos, die ihr bei YouTube seht. Hendrik Gambald, sein erstes Ligarennen und dann direkt auf P2. Da hat er auf jeden Fall schon mal eine Hammerzeit gesetzt und gezeigt, was für ein Potenzial in ihm steckt. Die Flanken werden früh geschwenkt. Super Start von Gamba. Ist er schon direkt vor Vogt? Kann er hier vorne bleiben? Jawohl, schaut gut aus. Und was für ein Start von Hendrik Gamba. Hervorragende Leistung auf jeden Fall. 9 Sekunden vor P2. Jetzt löst keinen Fehler machen an der Box. Schaut denn nicht gut aus. Was ist da los? Die Kamera geht einfach auf Gambal und der stand einfach in der Box auf seinem Platz und konnte nichts machen. Der stand da einfach die ganze Zeit rundenlang. Zwar habe ich damals angefangen zu streamen bei Twitch im März 2020. Ach so, Jungs, Scheiße, mal Inputs was raus. Was ist das denn hier für eine Superkarte? Alter! Ja, ja. Oh, oh, oh. Nein! Los, war. Boah, da was ist denn hier in diesem Leben los? Verstehe nicht, wie man so behindert sein kann. Das gibt es überhaupt nicht. Krieg ich den überhaupt hier gedreht? Den krieg ich hier nicht mal gedreht. Oh Gottes Willen. Alter, kannst du bitte nicht auf die Strecke zurückrollen? Was? Das gibt es doch gar nicht. Yo, jetzt muss ich echt von hinten starten. Ach, die Scheiße. Ach, du Scheiße. Mit tatsächlich ganz wenig Zuschauern, also sehr, sehr überschaubar. Einstellige Zuschauerzahlen und der Henrik war einfach in meinem Stream und hat dann da immer geschrieben und dann hat er erzählt, wie schnell er doch ist und ja, keine Ahnung, ich dachte ja, Angeber, pfui, der ist doch gar nicht so schnell und irgendwann ist er dann mal mit uns gefahren und der war tatsächlich so schnell. Das war schon gruselig. Ja, egal in welches Auto er sich gesetzt hat, er war direkt ultra schnell. Und als er dann langsam aufgetaut ist, dann kam auch so die typische Gumball-Voice-Ader langsam hervor. Ja, das war damals die Idee, dass meine Teamkollegen, drei Stück waren es tatsächlich, noch relativ jung waren, schnell waren, aber halt noch so ein bisschen Probleme hatten, die Rennen mal fertig zu fahren. Und da wollten wir dann einfach so ein bisschen Konstanz reinbekommen. Hendrik Gumball kommt hier gut weg, Jonas van Treuten direkt dahinter. Hat er sich schon ein bisschen absetzen können am Ende der ersten Runde. Und da kommt er quer und fliegt ab.
erneuter Einschlag von Henry Gambal in der Runde. Und damit ist das Rennen für ihn wohl gelaufen. Unser Viererteam war ich der hinterste, ich glaube auf P5. In den Top 5 waren alle vier von uns. Und nach Runde 2 oder 3 war ich, weiß es gar nicht mehr, erster oder zweiter. Und alle anderen von den drei Jungs waren einfach weg. Die waren schon fertig. Rennen war gelaufen, Auto war kaputt. Gerade die ersten Ligarennen von Gambal waren immer so, ja, Pole und 4 Runden später Box und abstellen. Irgendwas war halt immer, keine Rennen beendet. Gambal auf der Innenseite versucht sich hier durchzumogeln. Vicky Thompson mit dem Fehler. Wir sehen Gambal direkt außen neben Thompson. Ist außen herum vorbei. Ganz starkes Manöver hier von Henry Gambal. Gambal, da geht es um P4. Was für ein Rennen für Henry Gambal. Der marschiert hier nach vorne, macht hier Platz und Platz gut. Gambal momentan auf der 4 und jetzt verliert er sein Fahrzeug. Das dritte Rennen und es wird doch jetzt nicht noch ein Totalausfall werden, aber es schaut so aus. Jansky in Lamborghini auf der 1 und Hendrik Gambal im Porsche, jetzt im Porsche unterwegs auf der 2. Gambal auf der Innenseite, da dürfte er vorbei sein. Da kann er sich auch schon direkt ein bisschen absetzen von Jansky. Schaut auf jeden Fall gut aus jetzt für Hendrik Gambal. Mittlerweile knapp 10 Sekunden Vorsprung herausgefahren. Da sehen wir Jan Biermann jetzt direkt ran. Ja, hier direkt innen rein. Und da ist er auch vorbei. Und wer hat im Endeffekt das Rennen gewonnen? Das weiß ich auch noch. Das war nämlich ein rot-gelber Aston. Oh, und wer hat den gefahren? Das müsste ich, glaube ich, selbst gewesen sein. Ganz schön großer Erfolg auf deiner Das Website. War tatsächlich einer meiner größten Erfolge. Zumal ja noch dazu kommt, dass Gambal ein bisschen Probleme mit seiner Wheelbase hat. Aber das sollten wir hier raus schneiden. Einer der ersten Rennen war auf jeden Fall Suzuka. Im M6, das war super. Da musste er alleine fahren, war im Quali, glaube ich, ganz in Ordnung unterwegs. Wir schauen jetzt gleich. Jetzt ist er klar, fährt er gleich über Start und Ziel, wird's die Pole. Er ist auf der 1. Ja, ich sag ja, das war für Gambal ganz in Ordnung. Im mächtigen M6, der ja auch bekanntermaßen das Cherrypicker-Auto Nummer 1 auf Suzuka ist. Im Rennen lief es dann nicht ganz so gut, das mal milde zu formulieren. Jetzt ist er auf grün umgeschaltet und das Rennen ist freigegeben. Und Henry Gambal, der hat hier im BMW einen guten Start. Pauscher ist aber dran. Kann hier jetzt im Windschatten ein bisschen ranfahren. Oh, da gab es 10 Kontakt. Tauscher dreht Gambal. Gambal hat hier Probleme, die Pace nicht mehr ganz so stark und da kommt auch die Konkurrenz von hinten. Da fährt er auch schon direkt in die Box, wird sich hier den neuen Reifensatz holen, wird neu Gummis aufschneiden, die Bedingungen ja extrem heiß. Der Junge war ein bisschen überfordert beim Auto bis Rennenfinal. Einstellen und da gibt es auch ein bisschen Teilschuld von meiner Seite aus, weil ich nicht da war und da musste der Junge erstmal 3,5 Stunden
hier alleine fahren. Das Problem war, es war sehr, sehr warm und die Bremsluftschächte waren sehr, sehr geschlossen, was ja dann im Endeffekt zu sehr heißen Hinterreifen geführt hat. Eigentlich schon fast feuerrot und ja, das Ergebnis war leider nicht ganz so berauschend von der Prognostischen aus. Jan Biermann hat Gambal endlich erlöst bzw. abgelöst, muss man fast sagen. Von P8 ist er nochmal auf P4 vorgefahren. Grandiose Leistung, die kühlere Temperatur, die kamen dem BMW definitiv entgegen. Die Temperaturen gingen irgendwann am Ende runter und es ja, hat uns ein bisschen geholfen. Allerdings war das natürlich nicht ganz das Ergebnis, was wir haben wollten. Ja, aber das sind so, das ist so ein bisschen das Lehrgeld, was man am Anfang zahlt. Die Fehler macht man dann auch in der Regel nur einmal. Ja, das war so das erste Aufeinandertreffen mit den ganz großen E-Sports-Teams und wir als kleine Hobby-Keck-Fahrer haben uns einfach mal versucht durchzukämpfen. The wait is over. Francesco Dondi leads them to the line. Then here we go then. The SimGrid World Cup by Thrustmaster is away and the 10 hours of Suzuka gets going. The collection comes in the pit lane. The big plum slams on the brakes. There's been a few of these guys, haven't there, that once you get into a bit of a rhythm, their pace just comes alive. This 995, this big plum, not your everyday plum, is it? It's absolutely flying, this thing. The 995 has been all over the place. Started 35th, now they're running second in class. Well, look at this, Henrik is all over the back of him now, around the outside into the final chicane. Das war definitiv das Beeindruckendste bis jetzt, was ich irgendwie im Simracing gesehen habe. Im ersten World Cup gab es das Problem, dass wir nur begrenzte Reifensätze hatten. Heißt, wir mussten mehrere Reifensätze, wenn kein Regen kam, Doppelstint. Und dann hat er direkt einen Doppelstint gefahren und wir dachten, er hätte sich neue Reifen geholt, weil er noch so schnell war. Und da ist er tatsächlich einen Doppelstint gefahren und hatte die Reifen im Griff, also sowas habe ich noch nie gesehen, weil er gepusht hat. Ich habe gesagt, die Reifen sind fertig, er holt sich neue, hier ist nichts mit schon, die können wir nicht doppelt stinten, weil er so schnell unterwegs war und er fuhr echt komplett durchs Feld, hat sich eine Position nach der anderen geholt und ist tatsächlich zweimal 65 Minuten auf dem Satz gefahren und war am Ende noch richtig, richtig schnell. Ich glaube, wir sind am Ende immer noch zwei Dreierzeiten gefahren, was jetzt nicht mehr so schnell klingt, aber wenn man das mal vergleicht mit einem AMG zum Beispiel vor uns, die irgendwie zwei Achter Zeiten am Ende gefahren sind, weil die Reifen so kaputt waren, ist das schon sehr beeindruckend. Dann waren wir ja im direkten Kampf mit dem Auto vom Bacon, mit der 125, haben uns da dann so ein bisschen um den Sieg gestritten, ehe wir dann durch einen kleinen technischen Fehler halt in der Box eine SG30 bekommen hatten, weil der Pitlimit herausgesprungen ist und so war es dann am Ende halt nur P2 in der Silberwertung. Stunning performance, Keck Motorsport, 995 car there, finishing in the top of the silver standings, significantly ahead of the rest of silver standings. 24 hours of racing is just about to get underway here. And 24 hours of racing is about to go green. 24 hours of Spa is underway. This is Gamble all over the back of Ogorodnikov there. I thought it might have been slight contact. You can see the amount of damage that thing has. My and God. This is going to have huge championship implications. This is currently championship leader by 8 points in the silver class.
Look at that from Behemoth, around the outside of the pair of them. He's going to now go down the inside of Lake Farm. He's off the circuit. 125 comes ahead, first in class. Jan Philip Van Orman does have a lot of pace, and he is right on the back. You're absolutely right to call that one. He's gone too deep on the brakes. It's going to be trying to go right the outside for Jan Philip Van Orman. Oh, my goodness, he's almost got it done. They're side by side going up to the line. Oh, I think Henry Campbell has just held on to that place from Jan Van Orman. I would never have called that in a month of Sundays. Er war damals auf der Arbeit und stand für einen kurzen Moment einfach dann, während ich mir das angeguckt habe. Und dann war das wirklich am Ende aus der Schikane raus. Der Aston hatte dann einen guten Exit. Ja, nur so ein Hauch, der uns dann da einfach das Podium dann doch beschert hat. Wie wir immer trainingsfaul waren, hatten wir kein Quali-Setup. Wir waren in der Qualifikation immer sehr, sehr weit hinten. Aber scheinbar ging die Rennpace dann echt, und weil wir dann im Rennen auch viel gefahren sind, haben wir im Rennen auch das Training bekommen und haben dann irgendwann im Rennen auch die Pace erreicht, die wir haben sollten, die wir am Anfang schon haben sollen hätten, wenn wir mal trainiert hätten. Also am Ende haben wir dann realisiert, hier geht's ja noch um was, und dann haben wir uns doch ein bisschen vorbereitet. Ja, und dann sind wir mal mit ein paar mehr Trainingsrunden in so ein Rennen gestartet, was, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt war. You look at silver, and the two teams that really are vying for that championship, they're down in fifth and sixth, I believe. So, you know, they had a really poor start, or really poor qualifying. This put them in a bit of a weird position that I think is going to make this an incredible race. Not to mention that we also have changeable conditions through the entire race. See that 125 down in 18th place. All they need to do is finish ahead of the 995 team. It's a straight shootout. Whichever team finishes ahead of each other in the race wins the silver championship. Here we go then, the lights are on, the gantry bridge, 9 hours, the Kyle Army is ready to go, green flag flies, here we go then. Said is competing with the 125 for the championship. It qualified quite badly. Now the 995 started to make their progress. I think they're up a couple of positions in class. And now they're only one position behind in class, but you know, once again, with that 3-point gap, they have to overtake the 125 the track. Nachdem wir die 125 dann überholt hatten und sie ein bisschen zurückgefallen sind durch einen Strategie-Call, der nicht ganz gepasst hat, hatten wir eigentlich so viel Vorsprung, dass wir das Ganze eigentlich entspannt nach Hause bringen konnten und da einfach entspannt unsere Runden abspulen konnten, ohne großes Risiko einzugehen. Finishing with their other team. The 999 is a few places behind them. So yeah, I think they'll be waiting to cross the line together. The Keck Sim Racing team are silver class champions in the SimGrid World Cup. Amazing stuff. Absolutely amazing to bring it back from second in the championship in this final round. Awesome drive. Yes!
Jawohl. Geil, Jungs. Geil. Ultra geil. Ach, ey, geile Scheiße. Damit haben wir Silver Cup im World Cup gewonnen. Oh my goodness, he's almost got it done. They're side by side coming up to the light. The Jan Beerman that will light up the timing tower. Oh, that's a drive-through penalty for Van Droyten. As we see, the 995 goes for the overtake. Eieiei, ich denke, der größte Erfolg wird der erste World Cup sein. Der Gesamtsieg im Silver Cup, das war wirklich ein Mega-Ding. Ohne den Sparunfall wären wir da ja, Zweiter oder Dritter in dem Gesamtklassement gewesen. Es war das erste Rennen oder die erste Serie wirklich als E-Sport-Serie, damals noch mit Keck Sim Racing. Einfach, wir haben mal ausprobiert, wir waren eigentlich nicht wirklich gut vorbereitet, muss man dazu sagen. Haben es einfach mal ausprobiert und es ging halt echt gut, gerade unsere Rennpace war sehr, sehr gut. Und wir kamen mal von weit hinten und haben uns dann halt immer über die Länge der Rennen gut nach vorne vorkämpfen können. Und zwar der Simrad Endo Cup Season 2 mit einem sehr schnellen und talentierten Fahrer, neben Gambal. Der war da noch dabei. Ja, da war noch der Lars Kisser dabei, der uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Lars Kisser, der ist hier gerade gegen alle von Euronics gefühlt am Kampf. Lars Kisser, he has gone up into pole position. Und der Kerl, der Lars Kisser, nein, das ist der Abflug von Lars Kisser. Oh, hat er das Ding gesaved. Kisser's gonna be on his right hand side on the exit, punches it on the exit. Tatsächlich ist Gambal ein großer Lars-Fan, muss man dazu sagen. Und so wie ich hörte, ist Lars auch irgendwann ein großer Fan von mir geworden. Das hat er zumindest mal gesagt. Ich hoffe, das war nicht gelogen und das bin ich sehr enttäuscht. Ja, und da hatten wir einfach mal ein bisschen Kontakt und die beiden natürlich unfassbar schnelle Fahrer. Und ja, da wurden wir so ein bisschen von Lars überredet, dann den AMG zu probieren. Und bläuäugig wie wir waren, haben wir natürlich zugestimmt, den AMG zu fahren. Jetzt bei SimGrid waren wir eigentlich meistens nicht schneller, aber oft vielleicht ein bisschen cleverer. Und das hat uns eigentlich immer über die langen Rennen ganz gut getan. Leute, ich glaube, hier liegt schon der erste Fehler vor. Wieso? Satz 1. Ach, fuck. Gambal ist im Golf Practice die ganze Zeit Satz 1 gefahren. Wie lange bist du damit gefahren? 20 Minuten. Ja, da sind wir mit einem gebrauchten Satz Reifen gestartet. Einfach, weil wir der Meinung waren, dass die Konkurrenz, ja, nicht ganz auf unserer Höhe ist und wir sollten uns dann ein Handicap dann geben, dass das halt nicht zu unfair wird und dementsprechend haben wir dann einfach einen alten Satz Reifen genommen, um das Ganze ein bisschen fairer zu gestalten. Oh, sorry. Oh, Mann. Was sind das für ein Müll? Okay, ich hab nichts gesagt. Was sind das für ein Müll? Ich bin noch. Ich hab. Mann. Was? Warum DT? Du hattest schon wieder drei Wochen nichts. Ja, das hat ich jetzt aber auch nicht mitbekommen. Yikes. Guck mal, Jan, jetzt habe ich gar nicht mehr die meisten Warnings geholt. Da hat er recht. Leider. War. Durchaus, also 3 und 5. 5? 4. 4, wollte gerade sagen. Wieso? Hä? Hä? Einmal. Nee, 5. Ach nee, wir haben ja. Du hast auf jeden Fall 5 mal gesündigt. Also, das war gut vorbereitet und dann am Ende noch final. Gut umgemünzt in die Strafe, definitiv. Also Barcelona, da muss man halt echt mal probieren, wie weit man denn gehen kann. Und meine 3 Warnings, das macht der Jonas auch in 20 Minuten. Das war, glaube ich, von dir und Gambal eins der letzten Rennen, die ihr gefahren seid. Definitiv. Also da sind wir über uns hinausgewachsen im AMG und haben alles gegeben und haben uns von der Entry-List genommen. Und dementsprechend konnten Kisser und Jano dann da, ja, würde ich nicht sagen, entspannt zum Sieg fahren, aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr souverän da zum Sieg durchgefahren. But out of the final corner to cross the line, ambassadors for Renvelten's Lars Kisser crosses the line to take the win in the 4 hours of Imola. What a brilliant performance. Also da sich vier Stunden zu behaupten, gerade gegen die GTWR-Autos. Gerade der Audi war, glaube ich, auch relativ fix unterwegs. Also, Mega-Job. Auch eines der
der besten Teamerfolge. As many points as possible on the unfortunate situation of Tobias Pfeiffer. As you see, oh no, the triple nine is in the wall. Henrik Gamble, the triple nine, they're doing so, so well. The four laps down now. Can't get it going. I think that is going to unfortunately be a retirement for those guys. Da hat er sich, glaube ich, viel erhofft auf der Strecke. Die beiden haben versucht, alles zu geben und das war definitiv eines der schlechtesten Rennen dann für das Team. Gerade was so den Schaden, die Reparatur, die Runde zurück in die Box und alles zusammen anging, war das, glaube ich, ein sehr frustrierendes Rennen. Sprint Cup von Simrid los, die zweite Season. Für welches Auto habt ihr euch da entschieden? Da haben wir leider den Ferrari versucht zu fahren. Und ja, das Auto, das uns so am wenigsten liegt, ist definitiv der Ferrari. Ja, da waren wir eigentlich ganz gut unterwegs, allerdings kam dann wieder so ein bisschen der Sprintfaktor rein und wir hatten da ein paar Kollisionen und dadurch waren wir dann am Ende irgendwie kaputt, waren dann lapped und dann, ja, höre ich lieber auf zu reden. Ach, jetzt musst du die wieder vorbeilassen. Komm, zieh durch da jetzt. Hä? Ja, weil du durch die Wiese gefahren bist. Hättest du jetzt auch durchziehen können. Ja, ich wollte sie alle vorbeilassen. Ja, wir sind sowieso lost gewesen. Ja, okay, jetzt hat sich unser Rennen sowieso erledigt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Das war schon sehr schmerzhaft. Also, ich bin ja eigentlich immer relativ gelassen, aber ich glaube, in dem Moment, ja, war ich nicht ganz so begeistert. Wobei, ich bin jetzt nicht komplett ausgeflippt, aber schön war es definitiv nicht. Also, da muss man schon ganz schön viele Actimels und Panutas und Milchschnitten und Burger und Pfannkuchen auf einen Berg versammeln, dass er nochmal in den Ferrari einsteigt. Zweite Season vom World Cup stand dann an. Ja, mit einem neuen Lineup, also der Philipp Colacci ist aus dem Team rein und wir haben uns den Marco Bischoff dazu geholt. Eieiei. Guten Tag, ich bin der Mavix. Schießen sich dagegen halt raus jetzt. Gerade ganz schlecht, was hier passiert ist. Bin Content Creator auf YouTube im Simracing-Bereich und das hier ist mein Arbeitsplatz. Ich produziere seit 4 Jahren, 5 Jahren mittlerweile Videos auf YouTube. Hab jetzt vor 2 Jahren angefangen, ungefähr bei Twitch zu streamen. Der bis dahin relativ wenig Endo-Erfahrung hatte, aber fix unterwegs, konnte sich dann auch gut anpassen. Und dann sind wir da in die neue Saison des World Cups gestartet. Nochmal eine ganze Ecke. Stärkere Fahrer vertreten als im ersten. Viele aus dem ersten World Cup waren da, aber noch große weitere Namen und Teams sind natürlich noch aufgerückt, die uns dann da das Leben ein bisschen schwerer gemacht haben als im ersten World Cup. Ja, das kompetitivste Fahrerfeld zur damaligen Zeit, was du so finden konntest in ACC. Das krasseste, was du fahren konntest, deswegen ja, war die Anspannung halt auch immer ziemlich groß. Also die Erwartungen waren erstmal für mich, dass ich das Team nicht enttäusche, dass ich das Auto heile lasse. Wie gesagt, auf so einer Strecke wie Bathurst ist das immer so oberste Priorität. Oh mein Gott. Hey. Junge, er hat... Warum zieht er denn da auch zu? Ja, war mein Fehler. Ich war zu spät auf der Bremse. Und da außen kannst du da halt nicht ausweichen. Läuft ja gar nicht so gut bisher. Wow, 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 wow. Das tat weh? Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Och, die Bremse klemmt wieder. Oh. Alter. Nein. Oh nein.
Das war knapp. Wobei im zweiten World Cup, ja, da war einfach der Technikteufel dann generell auch drin. Das war dann nicht ganz unser Rennen. Der Aston zu dem Zeitpunkt da auch ein sehr, sehr starkes Auto. Deswegen waren wir für Spa gut vorbereitet, hatten ein gutes Setup und wollten auf jeden Fall schön angreifen. We are at one of the most prestigious circuits that is revered in sports car racing and we have one hell of a qualifying session ahead of us tonight. Now is the next to come across the start finish line. He was fourth and goes to the top by 39 1000ths, 215.471. The split one Super Bowl session. This is always one of the highlights of any SimGrid VCO World Cup event. Gamble definitely finding some good purchase and some good momentum carry. Henry Gamble's keeping this really neat and tidy. I think, you know, when they say it looks slow, it is actually quite fast. It's the drivers that don't look particularly remarkable that are actually going the quickest. Second fastest earlier on. Can he go to the top? 215.393 is the time to beat. He crosses the timing line and only goes fourth. So a little bit conservative maybe there for Gamble. His first sector was good. His second sector wasn't. He was about 3.5 tenths slower than Tasha in the middle sector. And that is what did for him. Auf jeden Fall ein mega Ergebnis, auch dann da in den Super Bowl zu kommen. Und ja, gerade im Super Bowl dann auch die mentale Stärke zu haben, dann einfach die Runde dann abzuliefern, wenn es drauf ankommt. Das war sehr, sehr impressive. Konnte hier und da nochmal Zehntel rausholen, die andere halt nicht so irgendwie gefunden hatten. Ja, das auch einfach so abzurufen, ist halt auch schon richtig gut gewesen. Oh, das Bacon, ne? Jo, das Bacon, das Bacon. Alter. Pass on the grass. Pass on the grass. Ui. Da kann ich nicht. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr harte Zweikämpfe. Also am Anfang haben wir sie auf jeden Fall geschlagen. Gamble hat dann auch ein sehr wildes Überholmanöver geritten. Aber auch das Rennen alles insgesamt war eigentlich ganz geil. Ich glaube, es sind auch ein paar Kleinigkeiten passiert, wo wir einen komischen Bug hatten in der Boxengasse, der legendäre. Ah, das war auch... Hä? Was ist das denn? Hä? Alter. Hallo? Hä? Hallo? Kann ich's machen? No. Hä? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Scheiße, Mann. Was ist das denn? Ich habe keinen Grip mehr. Das waren halt alles so Sachen, die haben uns zurückgeworfen, aber insgesamt, glaube ich, ja, vom Potenzial her war es eines der besten Rennen so. Es war halt noch eine Aufholjagd hinten raus so ein bisschen. Biffen! Jawoll! Schickes Ding! Geil! Richtig, richtig gut. Was ein unfassbar fehlerfreies. Nice. Oh, Leute. Geil. Haben wir uns einmal gedreht? Ich glaube nicht, oder? Ich wurde einmal gedreht. Oh. Ja, okay, aber wir wurden noch. Also, wir haben uns doch selbst nicht einmal gedreht, oder? Nee, ich glaube nicht. Boom. Ich würde schon sagen, dass das von der Teamleistung eines unserer stärksten Rennen gewesen ist, weil wir da einfach, ja, gar keine Fehler gemacht haben. Und jetzt außenrum. Außenrum, Leute. Three wide. Ja, Mann, komm. Das macht er nicht. Nein. Komm, let's go.
Jawohl! Alter, wie krass war das denn, Mann? Aua! Oh. Ja. Ja, warum zieht er denn zu? Ich verstehe es nicht, Alter. Ja, was ist hier überhaupt Jungs, los? Jungs, ich muss los. Mein Bett regnet rein. Ich geh, was Platz was da! Ah, was? Ey, das ist P10? Was? Als ob das hier Positionskampf ist. Egal, ich meine, mein Fenster ist auf. What? Alter! Oh mein Gott! Was passiert hier? Ja, was so, hör mal, was ist da? LOL! Was? Was? Junge! Was war das? Das hab ich noch nie erlebt, Alter. LOL! Ach Junge, jetzt haben ein paar Sekunden gefehlt, Alter. Wie schlimm. Fenster zu. Achtung, vor dir, Crash. Auf, Massencrash. Pass auf. Wenn wir da den zweiten World Cup nochmal im Auge behalten, dass der Rennstart ging los. Gamal ist den Start gefahren und es hat am Nürburgring geregnet und so ein World Cup ist halt ein Rennen. Da sollte man sich halt gut vorbereiten und für alle Eventualitäten irgendwie rüsten. Und der Funkspruch, der in der Einführungsrunde gekommen ist, war einer der Funksprüche, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Da läuft hier auf jeden Fall der Schauer kalt über den Rücken, da funkt er doch im Regen. Gut, dass ich noch keine einzige Runde im Regen trainiert habe. Ja, und den, das schluckst du dann halt auch erstmal runter. Aston Spoon, keep right. Okay, thank you. Was ist da jetzt passiert? Auf den Wiesen. Was denn jetzt? Ja, komm rein. Nee. Okay, dann fahr weiter. Hä, hey, was ist das? Am Start hatte Gamma, glaube ich, sich irgendwie rausgedreht, beziehungsweise, ja doch, hat er sich rausgedreht. Und dann hat man halt auch so diese Aufholjagd dann, waren generell aber auch sehr, sehr stark unterwegs, weil es halt auch wieder Wetterchaos war und die Pace war halt richtig, richtig stark im Regen, im Aston. Da war auch mehr drin, aber da war es halt auch wieder ja, ein kleiner Fehler, hier und da ein bisschen Pech gehabt und deswegen war das Ergebnis dann hinterher leider schlechter als ja, wir hätten auf jeden Fall mehr erreichen können, sagen wir mal so. Da hätten wir auch irgendwo stehen können, Leute, vom Potenzial her. Zumindest Top 5. Top 5 hätte ich gesagt, das wäre sicher drin gewesen, ohne den Rotz. Das sah geil aus. Richtiger Paralleldrift von den Astons. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil wir da gerne mal zeigen wollten, dass man auch im BMW eine Meisterschaft gewinnen kann. Damals im M6, der ja nicht so vertreten war. Dementsprechend habe ich mit viel Überzeugungskraft meine Teamkollegen überzeugt, doch den BMW zu nehmen. Boah, ich glaube, wir haben einfach damals was Entspannteres gesucht, einfach so zur lustigen Abwechslung. Ich weiß gar nicht, wer ist alles mitgefahren. Also ursprünglich war geplant, dass du mit Gumball, Jonas und Biermann fährst. Ja, genau, aber ich glaube, Jan hatte nie Zeit. Was ein bisschen ungünstig war, weil ich kein einziges Rennen fahren konnte. Dementsprechend mussten meine Teamkollegen den BMW fahren, den ich selbst ausgesucht habe, aber dann nicht fahren konnte. Und an was erinnerst du dich so aus der Serie? An die legendären Momente des Henrik Gumball. So, mein Warnings, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen hier. Ja, aber ich glaube, du hast genug Vorsprung. Soll mal das Licht für mich anknipsen, Alter. Jo! Was? Ja. Du eine Durchfahrtsstrafe! Oh! Gumball! Na gut, Leute, jetzt haben wir halt direkt hinter uns 2 Sekunden. Das gibt es gar nicht. Es tut mir leid, deine ganze Stream. Ich sag mal, wenn das einmal passiert, dann denkst du dir so, okay, ist ärgerlich. Beim zweiten Mal denkst du dir so, wir haben noch 30 Sekunden Vorsprung, passt, aber jetzt Konzentration. Aber danach, dann packst du dir schon an den Kopf. Du Scheiße, hallo, Auto. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, dieses Auto zu fahren. Das ist übel gefährlich. Aua. Das ist so. Ei! Ich kann. Das ist unfahrbar. Geht gar nichts mehr. Alter, was ist denn mit dir?
Ich hab echt keine Lust mehr auf dieses Auto. Ey, jetzt müssen wir noch zwei Stopps machen. Das ist blöd. Oh nein, 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 nein. Komm, Alter, das kann auch nicht mehr beschissener werden. Als ob du jetzt eine Durchfahrtsstrafe bekommen hast. Lass mich das mal kurz hochrechnen. Ich habe eine Warning geholt. Sönk hat 0 geholt. Wir haben 2 Durchfahrtsstrafen bekommen, Digga. What? Es hatte komischerweise immer irgendwas mit Dunkelheit zu tun. Ich weiß nicht, ob der Junge irgendwie keine Ahnung, was für eine Schwäche hat. Aber auf jeden Fall war es immer, wo es in die Dämmerung oder in die Nacht reinging, waren irgendwie immer so sehr komische Momente dabei, wo dann Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen. Man mag meinen, dass wenn ich als Person nicht dabei bin, er kam ja damals über meinen Stream irgendwie auf mich zu und wir waren jetzt lange immer als Teamkollegen unterwegs. Und irgendwie immer, wenn ich mal nicht dabei war, fing der Junge an, ein bisschen Quatsch zu machen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Zusammenhänge gibt. Allerdings, wenn er dann nicht konzentriert ist und wenn er dann einmal so ein bisschen aus der Konzentration raus ist und das Ganze so ein bisschen, ja, nicht mehr ernst nimmt und da so ein bisschen was das ins Lächerliche zieht, dann, ja, kann man so ein Rennen auch mal relativ fix wegwerfen. Das sind so Sachen, an die erinnerst du dich sehr, sehr lange und auch viele Leute erinnern sich daran. Deswegen insgesamt ist es ja eigentlich gut, dass es passiert ist, weil so hast du ja geile Geschichten, die du erzählen kannst. Aber in dem Moment, ja, gut. Ist mal bis mal 5 Minuten mad und danach ist alles wieder gut. Da dachten wir uns, wir schnappen uns mal das neue Auto, probieren das mal aus und ja, der war nicht so angetan von dem Auto und dementsprechend war seine Motivation auch nicht da. Jetzt mal wieder an. Moin! Haha! Haha! Na, was geht, Leute? Ich schaff diese Kurve nicht in dem Auto. Manchmal bremst er, manchmal bremst er nicht. Sauber, Junge. Da seh ich dich. Pack mich dieses scheiß Auto ab, du fährst vor den Fahrer, hab keinen Bock. Hallo, Junge, mach nicht diesen. Junge, du siehst doch, was ich hier für eine Scheiße zusammenfahre. Wofür lass ich dich hier fahren? Weil du keine Lust hattest. Perfekt, dann falsch. Du warst dir im Klaren über das Risiko. Das ist Strategie, Manns. Wenn das gleich im Quali so aussieht, ne? Bin ich froh, wenn ich eine 40er fahre, Junge. Junge. Ich bin halt schon. Ja. Also, ich bin jetzt irgendwie nicht begeistert. Higgy, ich hab dir 3-mal gesagt, dass das überhaupt nichts wird, aber du wolltest einfach nicht fahren. Doch, jetzt gib mir das Steuer. Hm? Gib mir das Steuer. Ich weiß den Swap-Befehl nicht. Jo, wahrscheinlich. Weiß ich wirklich nicht. Gib dann mal Falsches ein und dann sieht das aus, als wäre ich so Paragraph ein Loster, Loser, Alter. Paragraphsverbot. Leertaste 2, Junge. Schick mir den einfach im Discord und dann benutze ich den. Willst du mich verarschen, Alter? Dann copy und paste ich den. Dann gebe ich den extra falsch für dich ein. Ja, dann kriegst du das Auto wohl nicht. Gewinnst du da irgendwas durch deinen komischen Superhaken, den du da fährst? Mhm. Okay. Aua. Jawoll. Bist du den Youngstern gegangen? Dieses Auto ist einfach nur zum Kotzen. Entweder regt er sich über das Auto auf, wenn er ein anderes Auto fährt, oder er fährt das Auto und regt sich über das Auto auf, weil er das Auto fährt und nicht fahren kann. Sehen wir wenigstens nicht aus wie die 0815 BOP-Luftpumpe. Schon wieder keine Traktion aus der letzten Kurve. Es ist einfach nervig, dieses Auto. Junge! Meine Fresse! Du hattest die Zeit doch für P4. Bra. Ja, Junge, was kommt diese Piste denn einfach schon wieder quer, ey? Oh nein, der BMW bewegt sich. Der ist auch so unstabil auf der Hinterachse. Man kennt ihn. Ich hasse dieses Auto einfach. Was fährst du denn sonst aktuell gerne? Ich weiß nix. Wenn du nicht fährst. Ja, weil alles scheiße ist. Außer McLaren und BMW. Aber ich hasse BMW und ich hasse McLaren. Pass auf, lass dich nicht überholen. Lass dich doch überholen. Soll ich ihn hier verteidigen? Der ist 34 Jahre schneller. Ja, wenn er da nicht vorbeikommt, dann bringt er das trotzdem alles nichts. So, dann ist der Warnblinker, dann ab nach vorne. Es kostet uns einfach am Ende noch mehr Zeit als die beiden schon. Och, jetzt sind die ersten schon weg. Mann! Als wenn wir da dran gekommen wären, Alter, was ist los mit dir? Digi, du bist doch genauso schnell wie die. Ich geh da mal gucken, hier passiert ja nichts. Marco fährt 41,7.
Gumball? Was machst du? Dieses Auto fährt wie Scheiße und dieser komische Vogel da vorne rutscht nur rum und blockiert. Ja, top. Dann hätten wir mal mehr trainiert. Nee, kein Bock auf also die ich Scheiße. Ich bin 6 Rennen gefahren und du? 1. So, wenn die jetzt nicht reinfahren, dann komm du schon mal rein. Und jetzt halten wir nicht 35 Minuten. Es kommt selten vor, dass Gumball früh an die Box zitiert wird, eben weil er halt normalerweise der schnellere Fahrer ist. Und wenn es halt doch passiert, dann hat das, glaube ich, auch einen Grund. Gerade wenn es mal nicht läuft, dann ist sehr, sehr schnell das Auto schuld. Da werden dann die Fehler ganz schnell irgendwie ins Setup oder aufs Auto oder auf die Strecke irgendwie geschoben. Irgendeinen Grund gibt es ja immer dafür, das liegt aber in der Regel dann nicht an ihm. Die ja, sonst den habe ich noch nie gesehen. Ach Mann, nehmen wir mit, aber das war ein Kackrennen. Warum nicht aus der Konserve? Nein! Digga, du bist einfach so eine richtige Konserve, Alter. Mein Gott. Jo, und es geht weiter. Digi, kannst du jetzt mal Qualifikation fahren? Junge, wir sind doch auf 3, mehr geht da nicht. Du bist schon auf Pole. Saurier, Junge. Das lustig sein wird. Wenn du in der Wand hängst. Das ist auch lustig. Ah, Schätzke. Gut. Och, danke. Nico. Och, sorry. Nico. Digga, bist du eigentlich irgendwie komplett Mann, geistig geschränkt heute, oder was? Mann, ey. Wir konnten noch Dritter werden in dieser Meisterschaft. Wie viel Schaden hast du? Kannst du jetzt bitte vernünftig fahren und dich... Junge, das Heck ist im Arsch. Was raffst du denn nicht? Wie kaputt gesehen, denn? Dass du mitten aufs Heck gefahren ist? Ja, okay, sehr kaputt. Das ist komplett kaputt. Ah, okay, fahr in die Box. Hallo, kannst du das Auto bitte noch heile lassen? Junge, du willst das halt auch immer extra wegwerfen, damit du abstellen kannst. Junge, ich wollte auch in die Box. Digga, du bist einfach nur lost. Jetzt stehen wir noch mal eine halbe Minute länger oder was? Wie viel Reparatur haben wir jetzt? Eine Minute 14. Biermann. Was denn? Warst du gerade eben im Replay? Ja. Okay, gut. Warum? Mein Onkel, ich bin nochmal eingeschlagen. Wie viel Schaden? Ja. Ja, top, warte, ich guck mir das Replay an. Junge, jetzt konzentrier dich mal einfach, Alter. Letzte Junge, Woche war kacke, jetzt am Kuppe Samstag da, war. Ich hab wieder angebremst und das Heck kam quer. Es sind immer die anderen. Es ist die BOP, es ist das Auto, es ist das Setup, dann das Auto, es ist. Ja, in den meisten Fällen bin ich. Ja, jetzt weiß, ja, aber in den meisten Fällen, wie die letzten Male weiß nicht, kam einfach komplett das Heck quer. Junge, willst du mich verarschen oder was? Das war doch jetzt hier nicht ein Spiegel ab, das ist doch schon wieder alles. Es funktioniert nicht. Der Junge hat dann einfach keine Lust mehr und der möchte dann auch nicht mehr. Mit 30 Sekunden Schaden oder so fährt sich dann auch nicht mehr so gut. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier Gumball noch 20 Minuten mit, ja, weiß ich nicht, Kinderregeln motiviere, dass der überhaupt noch fährt. Ich will gerade keine Kinderregel, ich will irgendein Halskissen für meinen fetten Bauch. So einer Mail mal. Wahnsinn. Ich hab gerade Bauchkrämpfe. Vor Lachen oder was? Weiß ich auch noch nicht. Niki, statt dass wir jetzt einfach aufholen, Alter, stehen wir wieder doppelt so lange gleich beim Stopp oder was? Was für aufholen, Alter? Wir sind eine ganze Runde fast ja, zurück. Und? Wir kriegen die doch trotzdem vor uns. Die sind doch nur 12 Sekunden vor uns. Ne, gerade fahre ich nur 2 Minuten 6. Ja, weil dein Auto schon wieder krumm ist. Ja. Ja. Oh. Die sehen jetzt erstmal, wie langsam du bist. Und ich hoffe, du schämst dich auch. Ja, ich fahr doch schon so schnell es geht, du Rentner. Digi, du bist einfach nur ein dirty, kaputtes Rauchengefährt. Du wolltest aber, dass ich weiterfahre und nicht in die Box zum Reparieren. Du hast repariert, Alter. Du hattest deine Chance. Und bist auf der Outlap schon wieder eingehämmert. Die Nummer kannst du jetzt schön ausbaden. Kannst du jetzt dein Auto reparieren, Alter? Ich kann das Elend nicht mehr sehen. Junge, du sagst die ganze Zeit, ich soll nicht reparieren. Entscheid dich doch mal jetzt, du Christbaum. Ja, was bringt es denn, wenn wir jetzt hier noch... Hä? Ich hab doch vor 2 Runden gesagt, ich darf nicht... Was musst du jetzt auch? Ja, du hast ja gerade repariert, aber du stehst hier nur allen im Weg gefährlich, weil du hier einfach 6 Sekunden auf Pace bist. Ist ja nicht so, als wäre mir das schon aufgefallen und du sagst, dass ich hatte ja, eigentlich... Ich darf nicht reparieren, du Vogel, Alter. Guck mal, gleich ist der Boxenfenster wieder offen. Ich kann nicht reinfahren. Gib mir mal 60 Liter und gute Drücke, please. Also ich habe jetzt noch 61 Liter. Ja, okay, also dann kannst du mir ja eh nicht weniger geben, wenn die schon drin sind. Digga, du schickst mich hier mit 95 Litern raus. Bist du bescheuert oder was? Hä?
Ich hab doch extra Junge, nicht getankt. Junge, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, was du hier dieses Rennen anstellst. Und ich wundere mich, warum die Kiste hier so träge fährt, Mann. Ach, Junge, geh lieber duschen, es ist heute besser. Ey, unfassbar, Alter. Ey, Junge, ich hab doch extra abgetankt. Wie willst du denn abtanken? Digga, du hattest 61 Liter, du hättest 0 tanken müssen. So extra zugetankt. Tiefe 27er Drücke gegeben übrigens. Junge, bei mir waren die bei 28. Ich möchte einfach nichts mehr hören. Da war ich sehr genervt. Also die Chancen, die Meisterschaften auf dem Podium abzuschließen, waren definitiv da. Dann erstmal von einem, ja, quasi Teamkollegen aus dem Boys entsorgt zu werden, war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und dann habe ich Gumball noch genötigt, das Auto zu reparieren, zurückzubringen, weil er stellt gerne ab, aber das ist nicht meine Herangehensweise. Ich fahre das Rennen gerne zu Ende. Dann ist er nochmal eingeplankt, hat nochmal einen Schaden geholt, hat sich nochmal weggelegt, hat dann noch den Boxenstopp versaut und war da einfach, ja, nicht gut unterwegs. Und da war ich jedoch auch ziemlich angefressen. Wobei, dass er den Stint zu Ende fahren musste, war eher so, du musst jetzt ausbaden, was du quasi davor... Nicht ganz, also er hatte keine Schuld an dem Unfall, aber das danach muss er dann doch noch ein bisschen ausbaden, was er dann für Quatsch gemacht hat. Gerade am Anfang, als er dann dazu kam, wie gesagt, er kam über Streaming dann zu mir und dann musste sich plötzlich die ganzen wilden Beleidigungen abgewöhnen, weil wir halt onstream waren und dann sind da mit der Zeit echt sehr, sehr lustige Sachen bei rumgekommen. Ich frage mich mal, wie kommt man auf die ganzen Beleidigungen, die er da rausholt? Ja, das muss wohl alles aus seinem Alltag irgendwie stammen, anders kann ich mir das auch nicht erklären. So, die Rüben war dann müde. Ja, oder irgendwie eine behaarte Zimtschnecke oder solche Sachen. Junge, jetzt fahr doch du Rückenweiler Mühle. Warte, Nasenbär. Du Naschkatze. Und dann kommt Kollege Schnürschuh. Ach, Digga, er wurde von irgendeinem so Bambusleitung-Band der abgeräumt. Ja, ist wieder so eine Clowns-Nasenschule, ey. Alter, welche Flauschetrommel hat dir das Schild weggefahren? Nur fette Anaconda. Der Typ ist einfach so eine Fluppe, ey. Ach, du kleiner Früchte. Sein Armleuchter. Ja, du schießt das Arzneimittel. Alter, die Christbaumkugeln, seh zu. Du bist ja einfach 45 Minuten ohne nix, Alter. Und auf einmal triffst du wieder auf die größten Eichhörnchen. Ja, ich hoffe, da bist du Kobelmeister. Digga, jetzt fahr du neandertalischer Steinkeks, Mann. Was bist du für ein Knusperhäuschen, Alter? Mach mal leise da. Bist du besoffen, du kleine Erdbeertorte. Junge, hier lägen gerade alle rum wie irgendwelche Pferdifuchs-Mini-Würst. Hängeltippen wie Ball. Du geflecktes Eichhörnchen. Körperklaus, Kasper, der Theatervieh. Alter, du gefleckter Dalmatiner, wo willst du da hin, Mann? Digga, jetzt fahr du Schlittlauch einer Raupe. Alter, du bist doch auch ein beschissener Lagnese-infizierter Dreckskobold, ey. Scheiß P-Visa-Weezy, du kleines fettes Wiese, Junge. Prall gefüllt wie dein Arschloch. Du bist lost, du Quarksalat, Mann. Neuhaus, du alter Sacknasenkobold, Alter. Talentfreier Biokompost, Alter. Hast du doch für so ein komischer UFO-Züchter da drüber? Du bist aber halt auch der Spaltenmicher. Alter, jetzt fahr doch, du ausgenuckelter Seifenspender, Mann. Ja, Übersicht vom Ziegelstein. Hotflex mit Pizzi, Junge. Du Eichhörnchen-Schändler. Drei Sätze antworten, du Spannenkrauler. Du bist wie so ein beschissener Zitteraal, der gerade harponiert wurde, nach rechts gezogen. Boah, jetzt fahr du sibirischer Insektenhändler, Mann. Digga, fahr du Fritteusen-Eimer. Gumball. Im Real Life, wenn er dich noch nicht kennt, dann ist er so eine kleine Maus, die nichts von sich gibt. Mein allererster Eindruck. Also die Jungs, die haben mich schon vorgewarnt, dass er schüchtern ist. Aber so schüchtern war er gar nicht. War tatsächlich nicht so frech wie im Discord. Das ist mir aufgefallen. Gumball Online ist eher so... So ein Godzilla, der irgendwie gerade Feuer und Flammen und alles spuckt und alles klein haut. Jetzt hatte ich einmal das eine Zehntel aus der Mercedes-Arena mitgenommen. Wo fährst du denn hin? Digga, willst du mich verarschen? Alter, meine Mundwinkel sind gerissen. Jetzt geh! Jetzt komm! Aua! Nein! Ach, das Licht? Nein! Ey, du Flaschengeist, Alter. Junge, ich hab... Ja, oh. Nein! Du Scheiße! Aua, am Reifen sind die ganze Zeit... Ich muss durch, Arzt. Aua! Na, was soll? Leute! Ja. Welcome to ACC 2020.
Du blöde Scheißkarre! Ich hasse scheiß McLaren-Fahrer! LOL! Ja. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Digga, ich lass dir doch schon 40.000 Meter Platz, du Affe! Aua! Mann, das geht ja gar nicht! Wo ist hier Chaos? Ja, Mann, die müssen Rücksicht nehmen auf die langsamen Fahrer. Ja. Ja. Junge, ich kann einfach nicht bremsen. Bitte nicht die Pille ein. Mann, ach du. Das ist aber nicht regelkonform. Ich bin scharf, ich hab Bock, schick mir deinen Cock oder was? Bios für mich abfahren. BMW, das Gaspedal ist rechts. Ja, von rechts kam wieder einer, Mann, der rejoint ist wie ein... Mann. Digga, ich spiel mir gleich am Pimmel rum, aber nicht an der Bremsbalance. Geil, mein Auto hat einen Namen. Und zwar fetter Jonas. Ekelhaft. Da kommen manchmal Geräusche raus, da könnte man auch meinen, man wäre im Dschungel oder, weiß ich nicht, sonst wo. Manchmal erzieht das auch bisschen anders an, also ich weiß nicht, was er sonst noch so treibt. Aber da gibt es auf jeden Fall die wildesten Geräusche, die er von sich gibt. Wenn ihm ein Auto gibt, was ein wundervolles, gut funktionierendes Setup hat und er nach der ersten Runde schon keinen Bock mehr hat, weil er, keine Ahnung, schon 7 abgeflogen ist oder so, dann ist es vorbei. Dann ist seine Laune, das ist Teufelskreis im Hause Gumball. Och, Junge. Dieses Auto ist so eine Scheiße. Ich fahr diese Pisse nie wieder, ne? Wie kann ein Auto so unkonstant und behindert sein an einer Kurve wie in Dipper? Ansonsten ist er auch sehr, sehr schnell sehr sauer, wenn andere Autos zu OP sind. Dann fängt er auch an rumzumeckern. Jedes Mal diese verfickten Affen mit ihrer WOP-Karre, die nichts reißen. Sagte er im Porsche. Ja, genau, der Porsche ist auch so eine Rakete auf der Strecke. Bei dir ist aktuell alles WOP, selbst der Honda. Ja, ist der doch. Guck dir doch mal auf Holden Park an, Alter. Oder auf fucking Missgeburten Laguna Seca oder den anderen Strecken. Ich meine, der Porsche ist immer noch auf Laguna besser, aber... Ja. iRacing, iRenting ist tatsächlich auch nicht so beliebt. Wenn ich dann so viel Geld investiere, Alter, will ich auch wenigstens eine Grafik haben, Alter, und nicht Minecraft spielen. Der iRacing, das Thema macht mich, ne? Irre. Macht ihn Fuchsteufelswild. Ja, richtig. Man muss es ja nicht. Okay, wir sprechen wieder das Thema iRacing an, wenn ich fahre, danke. Ich habe ihm sogar mal ein Auto ausgegeben, ein LMP2, weil ich dachte, das könnte ihm eventuell Spaß machen. Aber es hat ihm keinen Spaß gemacht, leider. Ich habe alles versucht, aber es hat nicht funktioniert. Kurz nachdem ich den LMP2 für ihn gekauft habe, ist er den, sagen wir mal, 15 Minuten gefahren, 20 Minuten vielleicht. Und hat er irgendwie nicht so das wundervolle Gefühl gehabt. Und wie das dann, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die ersten Millisekunden seiner Erfahrungen schlecht sind, dann bleibt es auch schlecht. Dann kommen keine Kehrtwende mehr und dann wird es halt immer schlimmer. Und dann waren meine... Keine Ahnung, wie viel waren es? $12? 14 Euro? Habe ich davon fliegen sehen. Ah, es regnet, mein Fenster ist auf einem verfluchten Hacke. Ach, bei dir regnet es? Okay, krass. Wie bei Jonas letztes Mal, wo es reingeregnet hat. Ja, ich muss es kurz zu machen, sonst geht das nicht. Verdammte Hacke. Das Pit-Window ist auch noch offen gegangen jetzt. Was? Warum bist du jetzt zurück zur Box gegangen? Das chaotische Rennen, was ich jemals gesehen habe. Ich habe Wahrnehmungsstörung, das Fenster war zu. Alter, jetzt bist du an die Box gefahren. Und das nix. Fenster war zu. Ey, Junge, der will mich auch komplett verarschen. Habe ich dich jetzt requested? Ja, eine verbunden steht hier nur. Oh, wie Edwin. Also, das wäre dann. Ich hab dich nicht requested! Du fährst noch ein bisschen. Jawohl. Dann viel Spaß. Ey, nein. Was steht da jetzt? Ich hab nur noch 6,9 Liter. Junge, was machst du denn? Ich hab noch 36 Minuten. Ach Junge, ey, was machst du denn da heute? Komm, aber wir sind das professionelle E-Sports-Team und trainieren für unser Rennen. Vollgas! Nein, da jetzt! Aua! Oder ist nur Unterboden. Ach, Reifenwechsel. Fahr rechts. Easy und rein. Lol. Tschüss. To a barrel. Lol.
Wo liegt es? Und jetzt kommt schnell Apfel. Zurück, schnell zurück! Flat, 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 flat! Flat Tire Racing, Also fährt sich prima das Setup. Fahren wir auch im Rennen. Damals über den Lexus, der war ja nicht ganz so fix. Wollte ich ganz gerne zeigen, dass man auch im Nissan schnell wird. Persönlich, das ist so ja, meine Einstellung. Ich fahre auch mal gerne die Autos, die man nicht so oft sieht, die vielleicht so ein bisschen eher so Underdog-mäßig unterwegs sind. Ich fühle mich in der Situation einfach sehr, sehr wohl. Und dann wollte ich halt zeigen, dass es auch im Nissan ganz gut geht. Da Gumball früher den Nissan relativ viel gefahren ist, hat er sich dann entschieden, ja, mit mir den Nissan zu fahren, sind dann als Teamkollegen gestartet. Und Gumball war damals ja schon in der ersten Keck-Liga schon im Nissan unterwegs und da war er auch relativ fix. Ja, und dann haben wir uns entschieden, hier zu zweit zu fahren und das war auch besser als erwartet tatsächlich mit dem Nissan. Wobei man sagen muss, das Ding ist schon echt schwierig auf Pace zu bringen. Da setzt er sich auch daneben, aber außen herum wird schwer. Rang spät auf der Bremse. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Gumball. Die Strategie war scheinbar nicht ganz die richtige, die wir gewählt hatten. Allerdings hat das trotzdem ganz gut gepasst. P2 war drin. Gumball saugt sich auf jeden Fall ran, ist im Windschatten, Sensorpapier unter Druck. Dürrkopf fliegt hier halb weg, macht den Fehler hier in der letzten Runde. Gumball zieht vorbei. Ich muss sagen, der Flo ist in der Serie für ein anderes Team gefahren, aber gleichzeitig auch für uns gefahren, weil er uns, ja, es war ihm, glaube ich, einfach eine Herzensangelegenheit, uns da ein bisschen zu unterstützen. Jetzt die Möglichkeit für Gumball hier in den Rhein zu ziehen. Gilbrecht muss auflassen. Was macht Bernd? Der kommt hier weit raus, kommt hier gar nicht mehr zurück auf die Strecke. P2, Jan Biermann, P3, Hendrik Gumball. Hat ihm, glaube ich, nicht geschmeckt. Dann einmal von mir besiegt worden zu sein. Ja, hat sich da, glaube ich, nicht ganz wohl gefühlt auf Imola. Dazu kommt, ja, dass ich einfach sehr gerne im Regen fahre. Es hat sich gut angefühlt. Aber natürlich möchte er dann danach das Rennen zeigen, doch, dass er die Nummer 1 ist. Hannes drückt ihn hier schon fast raus auf die Wiese. Da gibt es den leichten Kontakt. Jetzt geht es hier Side by Side um die ersten Kurven. Da dreht sich Dürrkopf. Und damit Gumball auf der 1. Großartiges Rennen. Hat natürlich auch ein bisschen profitiert von den Fehlern der anderen. Es war schon echt ein Ding. Also da hat er echt eine richtig gute Pace gehabt. Wobei ein bisschen Tire Drop am Ende, aber hat gezeigt, dass die Pace da ist, um dann auch im Nissan zu machen. Nissan auf dem Hungaroring, das passt von der Charakteristik einfach nicht so gut zusammen. Er musste einfach gucken, dass er genug Punkte holt, um dann final den Sieg in der Meisterschaft einfach heimzufahren. Niklas Huben klar in Führung von der Pole ins Rennen gestartet, dominiert hier extrem das Rennen auf dem Hungaroring, aber aus eigener Kraft wird es schwer für ihn, Hendrik Gumball zu schlagen. Hendrik Gumball auf der 2. Glückwunsch zum Gesamtsieg, Hendrik Gumball in der Rennwelten GT3 Serie. Das ist eine gute Frage, ob ihm da wirklich der Druck dann so zusetzt. Ich glaube, er war einfach konzentriert und wenn er sich konzentriert und fokussiert, dann ist er einfach nicht so anfällig für Fehler und hat das, glaube ich, ganz, ganz gut im Griff, ohne sich da zu viel Gedanken zu machen. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass er eigentlich im Endo-Bereich sehr stark ist, dann könnte das, glaube ich, eine der besten Sprint-Saisons gewesen sein, die er so gefahren ist, weil er auch einfach in den 5 Rennen ja, sich keine Fehler geleistet hat. Nach dem zweiten World Cup stand dann die SRO-Langstreckenserie an. Und zwar ist das Ganze halt die höchste E-Sport-Serie, die offizielle E-Sport-Serie von ACC. Also das ist ja ein Lizenzspiel, dementsprechend war das die E-Sport-Serie zu der realen Serie.
Das Ganze war auch aufgebaut in eine Brot-Kategorie und in eine Silber-Kategorie. Wobei in der Pro-Kategorie vor allen Dingen dann die Hersteller und die realen Teams selbst dann die Autos gestellt hatten. Wir sind dann im Silver Cup mit 2 Autos angetreten und sind dann quasi in der höchsten E-Sports-Serie weltweit, die man so fahren kann, dann gegen die ganz großen Teams angetreten. Ja, nachdem wir dann nach dem ersten und zweiten World Cup so ein bisschen den Ruf des trainingsfaulen Teams hatten, haben uns für die SLO dann natürlich deutlich besser vorbereitet, sind dann ein, zwei Wochen vorher wirklich extrem in die Vorbereitung gegangen. Mit Gumball ein Setup zu bauen ist natürlich ein bisschen schwierig, also auch da war er ähnlich wie im ersten und zweiten World Cup nicht ganz so involviert. Das war eher so, wir fahren ein Setup raus, geben das dann Gumball und er gibt uns dann nur kurzes Feedback, ob er damit fahren möchte oder kann oder eben nicht. Er ist aber auf jeden Fall mehr gefahren als im ersten und im zweiten World Cup. Also wir haben Gumball schon ein bisschen dazu gezwungen, dann ein bisschen mehr zu fahren, eben damit nicht sowas passiert, wie zum Beispiel beim zweiten World Cup am Nürburgring in der ersten Runde. 47 of the brightest talents on a set of course of competizione then will line themselves up as we will get ready to begin the 12 hours of Bathurst here in the Mobileye Intercontinental GT Challenge Esports of 2022. Here we go, the season is underway. Hatten dann aber leider im Rennen ein bisschen das Pech mit Unfällen und ich meine sogar ein Disconnect und dadurch sind wir dann einfach extrem zurückgefallen. The Bentley goes as late as they can, barely makes the corner, but the crossover, contact! Incredible racing. 72 Aston touch again, and they're gonna be spun around. Wir sind gut nach vorne gekommen, wir hatten coole Zweikämpfe. Ja, Gumball hat es einmal übertrieben gegen den Bentley war es, glaube ich. Ansonsten lief das Rennen aber sehr, sehr gut. Junge, Junge. Schöne Grüße. Ich habe jetzt keinen Bock, da Risiko zu gehen. Das war ja schon genug Risiko, Alter. Wirklich, wo uns da die Pace gefehlt hat. Im Rennen lief es dann aber wieder deutlich besser. Gumball kam da auch wieder gut nach vorne und wir konnten da auch mit konstanten, sauberen Stints zeigen, dass wir die Pace hatten, um weiter vorne mitzufahren. Und im Rennen lief es dann aber in dem Falle nicht ganz so sauber. Es gab ein paar Kollisionen, es gab sehr, sehr viele Track Warnings und ja, ein paar Strafen gegen uns. They will come home victorious of the silver class. You really got to be happy about that. Get ready to go racing and we get ready to go green for 24 hours of Spa. The green flag flies and we are away. Da
dann war das Rennen echt schwierig. Es war sehr viel Regen und Trocken und Regen und Trocken, alles im Wechsel. Haben dann da sehr, sehr gute Strategie-Calls gehabt. Wurden wir dann leider knapp von den Jungs von Carcrema Racing oder Carcrema Esports geschlagen, was ein bisschen ärgerlich war, denn es war nur ein Punkt, der dazwischen uns lag. Ist natürlich ärgerlich, gleichzeitig muss man fairerweise sagen, dass die Jungs auch in zwei Rennen dann ein bisschen Probleme hatten. Wir hatten ja in einem Rennen ein bisschen mehr Probleme. Kyalami lief nicht ganz ideal, aber halt nicht ganz so schlimm wie das zweite Rennen dann bei denen. Gegen so Kumpels oder gegen alte Teammates verliert man dann natürlich ein bisschen ungern, aber gleichzeitig gönnt man den Jungs das auch nach den beiden Problemen, die die dann hatten, dass sie da auch ein, ja, noch ganz ordentliches Ergebnis dann am Ende mitnehmen konnten. Ja, Schwächen, ich sag mal so, dieses Impulsive, wenn man dann mal kurz den Faden verloren hat und mal wieder so ein bisschen am Durchdrehen ist und sich dann da reinsteigert oder was weiß ich was. Also so dieses klassische Reinsteigern irgendwo, das kennen wir alle. Also so die Großkotzigkeit und die große Klappe ist definitiv noch da. Und das kriegt man auch immer wieder zu hören, dass er dann da sehr, sehr schnell meckert. Vor allen Dingen, wenn man dann 20 Runden trainiert oder vielleicht auch mal 40 und er dann sagt, da geht das auch in schnell und man dann sagt, ja komm, jetzt fahr doch mal mit und er dann kurz zum Training aufkreuzt und nach zwei Runden deine Zeit um 2/10 verbessert und sich dann wieder verpisst, weil er sagt, reicht jetzt mit dem Training. Es ist dann sehr frustrierend. Ich sag mal, dem Kerl, den kannst du auch, das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob es mal als Schwäche nennen kann, aber du kannst ihm halt relativ schwer manchmal Dinge sagen, so sturkopfmäßig, genau, dieses sturkopfmäßige. Das ist dann manchmal so, lass mich in Ruhe, ich mach das jetzt und du siehst quasi, wie es den Bach runtergeht, aber er lässt sich trotzdem nichts sagen. So. Da sage ich immer wieder, das ist das, was ihn unterscheidet von den anderen Fahrern. Er hat da einfach das Talent. Egal, wo er sich reinsetzt, egal in welchen Simulator, egal wo wir sind, reinsetzen, losfahren und ist schnell. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, so ein bisschen von anderen schnellen Fahrern, die einfach viel tun, damit sie halt schnell sind und das abrufen können. Und er kann das halt einfach auf einem sehr, sehr guten Level aus dem Stand einfach abrufen. Stärken sind auf jeden Fall, also dieses von 0 auf 100, ohne viel Eingewöhnungszeit, mal eben schnell, was weiß ich, in das und das Auto reinspringen und sich schnell adaptieren, das glaube ich schon. Er kann ja auch andere Simulationen, was weiß ich, wenn er mal dann AC fährt oder sonst irgendwie was fährt oder dann mal wieder ein ACC fährt, kann er sich relativ schnell anpassen. Da steckt definitiv noch eine Menge Potenzial und das ist halt auch, das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagen auch ganz viele andere Top-Fahrer, die sagen, warum trainiert der Junge nicht mehr? Aber da bereitet er sich dann lieber im AC Singleplayer vor und fährt ein, weiß ich nicht, Formel 1 Autos. Das ist dann sein Training. Aber da steckt definitiv noch eine Menge Potenzial. Auch wenn er das vielleicht ein bisschen technisch mehr versteht, das Auto noch ein bisschen an sich anpassen kann, dann ist da definitiv noch Potenzial. Hat man ja auch verschiedene Leute kennengelernt, von welchen die halt richtig reinschwitzen müssen, so ja wie ich, sage ich mal, der halt eher ein bisschen mehr trainiert, bis hin zu Gumball, der 3 Runden fährt und die Schnauze voll hat. Wahrscheinlich könnte er hier und da auch mehr machen oder motivierter sein. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass wir den Knaben da mal Ketten gelernt haben, sehr, sehr schnell. Hat mir auch sehr geholfen, was mein Fahrstil so angeht. Bleibt so wie du bist. Der ausgenuckelte Seifenspender oder die Rügenwalder Mühlenwurst oder was auch immer, das brauchen wir nach wie vor in den Streams und in unserem Content, in unseren Rennen. Und deswegen kann ich nur sagen, das muss so beibehalten werden. Ne? Sonst wäre es ja, das wäre ja langweilig. Bevor wir ein bisschen zusammenfahren und Teamkollegen, einfach ein guter Kumpel geworden, wo man nicht irgendwie so nebeneinander wohnt, aber man hängt halt sehr, sehr oft im Voice. Auch wenn man im Voice ist und sich das gar nicht so anhört, dass man sich gut versteht, weil man sich eigentlich mehr zankt als alles andere, kann ich dazu nur sagen, dass man einfach mittlerweile ja sehr, sehr gute oder eine sehr, sehr gute Freundschaft daraus entstanden ist.
Ja, während der Season der SRO kam dann Gumball und hat quasi die Bombe platzen lassen, indem er dann gesagt hat, dass er das Team nach der SRO dann verlassen wird. Er möchte dann zu Carcrema wechseln, also zum Porsche-Team, beziehungsweise aktuell fahren sie sehr, sehr viel Porsche, zum E-Sports-Team vom realen Carcrema Racing-Team, also zurück zu Marco, zu Jonas, zu Patrick Pignone und den Jungs. Also gerade mit Jonas und Marco fährt er dann ja wieder mit den ja quasi alten Teammates zusammen von unserer alten Besetzung aus dem zweiten World Cup. Ja, sind dann wieder drei vereint. Hat gesagt, dass er dann noch die SRO bei uns zu Ende fährt, beziehungsweise das 24-Stunden-Watkins-Rennen noch. Und ja, danach wird er dann bei Carcrema Racing unter deren Teamflagge fahren. Das Ganze war im Discord, wir haben abends irgendwie noch gequatscht und ich wollte eigentlich gerade dann den Discord verlassen, wollte eigentlich gerade rausgehen und dann kam das so, ja, apropos, und dann wurde das so am Rande kurz erwähnt, also so eine kleine Randnotiz, dass er doch dann nachher SRO nicht mehr am Start ist. Und ja, hat mich dann doch echt gewundert zu dem Zeitpunkt, war auch ja, so ein bisschen unerwartet. Ich weiß nicht, ob das mit Jonas an der Nordschleife mal war, wo sie sich mal darüber unterhalten hatten und so. Auf jeden Fall ist das mal irgendwann in irgendeiner Form so ins Gespräch gekommen. So, ob das mal zur Debatte stände, dass Gumball irgendwann mal bei uns fahren könnte oder so. Und ja, dann war er auf jeden Fall nie abgeneigt und fährt ja auch relativ gerne Porsche. Ja, das tut natürlich weh. Gerade auch so irgendwie Team Spirit auch im Rennen. Es war natürlich immer extrem lustig. Wir kennen alle die lustigen Gumball-Momente. Ist natürlich ärgerlich, gerade was die Pace und die Start- oder die Startfahrerqualitäten angeht. Das wird natürlich dann da eine Lücke hinterlassen. Gleichzeitig kam er aber auch eigentlich damals über das Youngstar-Programm vom Biermann irgendwie ins Team und das Gleiche läuft ja eigentlich aktuell dann auch im E-Sports-Team. Da kommen sehr, sehr viele talentierte Fahrer nach und ich denke, dass wir ihn doch da auch gut irgendwie ersetzen können und gleichzeitig wir werden ja immer noch Kontakt haben. Es ist ja nicht, dass er jetzt für immer weg ist oder dass wir da böses Blut hätten. Er fährt nur halt nicht mehr unter unserer Flagge. Er ist sogar mal Ferrari gefahren mit mir zusammen auf Barcelona. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Und dabei hat er immer gesagt, die Kacke fahre ich nicht und wir haben ja gerade schon gesagt, Sturkopf und so. Deswegen ist manchmal nicht ganz so einfach, den Jungen zu überreden. Ja, ich glaube, der Gumball noch ein sehr, sehr großer Mavix-Fan ist und auch sehr gerne dann mit Marco zusammenfährt. Und das dann auch so mit ein Grund ist, dass er dann vielleicht auch mal Porsche fahren möchte oder dann einfach mit Marco zusammen. Denn zum Beispiel, wenn er dann Ferrari fahren muss, da sieht er sich ja eigentlich so gar nicht. Also den wird er niemals freiwillig mit mir fahren wollen, nachdem wir dann im ersten Sprint Cup im Ferrari einmal so ein bisschen, ja, eine sehr, sehr bescheidene Saison hatten. Also vielleicht gibt es da auch noch so einen kleinen Mavix-Bonus, dass er dann da gerne mit ihm zusammen das Auto teilt. An der Stelle möchte ich trotzdem dann dem Gumball auch alles Gute wünschen für seinen weiteren Werdegang. Gleichzeitig natürlich auch alles Gute an das Carcrema-Team, mit dem wir ja auch öfter mal Kontakt haben oder auch da immer noch sehr, sehr eng miteinander verstrickt sind. An der Stelle dann auch nochmal Grüße an den Jonas, der jetzt ja zwei Fahrer im Team hat, die natürlich organisationstechnisch ja ein bisschen schwieriger sind. Dementsprechend wünsche ich dir da alles Gute und viel Spaß mit deinen zwei ja beiden Schützlingen. Junge, könnten wir bitte ernst bleiben. So. Ich bin ja nervös, bin ich. Warum denn nervös? Interviews ist immer so eine Sache, jetzt fehlt nur noch auf Englisch. Yes, now let's start in English. Fuck you. Auch Mount Panorama, eine Strecke, die dem Gumball liegt, gerade wenn er dann da über Skyline in den Dipper fliegt.
auch ab und zu mal auf dem Dach, aber in dem Falle gut, sehr beeindruckend. Warte, ich muss mir ein Fenster zu machen, weil hier schreien gerade Kinder vorm Haus rum, das ist nicht gut. Eieiei. Ach Mann, immer diese Kinder. 46 Minuten. Erste Zeit haben wir. Wie viele sind denn da noch? Ey, sagst du, ich wollte gestern schlafen gehen, ne? Habt ihr was Komisches gehört? Mach das Licht an. Film oben in der Ecke rein. Sitzt da wieder so eine Scheißspinne. Ah ja. Wir konnten die Pace von den beiden im Bentley eigentlich nicht matchen. Haben dann angefangen, Sprit zu sparen, um uns einen Stopp zu sparen. Und damit wären wir am Ende sicher P2 gewesen. So wie es schien, weil vorne Lars und Nils eigentlich schon ja, absolut weit enteilt waren. Allerdings muss man im Simracing ja auch immer mal ausprobieren, was man noch anders machen könnte. Und der Nils wollte seinen letzten Stint halt nochmal mit einer frischen Bremse angreifen und hat sich entschieden, da beim letzten Stopp nochmal die Bremse zu wechseln. Ah, der erste ist in der Box. Oh shit. Alter. Dann wir überholen den. Erst. Hä? Was das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Der steht immer noch. Alter, was ist das denn? Und plötzlich lagen wir auf 1. Und ja, das hätte halt vorher keiner irgendwie erwartet, dass das so weit kommen würde. Ne. Ich habe mich einfach hingegeben. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in der nächsten Folge Drive to Survive zu sehen bin. Oh, mein Nacken. Ich weiß nicht, wenn du mir gesagt hättest, sitze ich mal kurz 70 Minuten hier hin, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Das ist gar nicht. Oh, das ist richtig, richtig gut. Also, man muss dazu sagen, neben Erdbeer-Actimel ist das, glaube ich, so das Hauptnahrungsmittel von Gumball. Und ich glaube, die haben im Keller wirklich Kartons da. Also, Dirk ist immer sehr, sehr fleißig, was das Einkaufen angeht. Und ja, das ist quasi das Doping für Gumball, um ihn halt wirklich schnell zu machen. Gehen am Tag schon mal die ein oder andere Tüte weg. Aber auch wenn er Wünsche hat, meistens kann er auch einfach nur einmal laut rufen, was ihm fehlt. Und dann kriegt er das auch gerne mal ans Weg serviert. Ja, und Jansky hat jetzt irgendwelche Clips gesammelt, Alter. Und ich will nicht wissen, was mit meinem nächsten Video passiert. Wird wahrscheinlich so ein 10-Minuten-Video, was mich komplett bis aufs letzte Korn rannimmt. Ja!